Wenn ich bei Amazon bin, wird mir pausenlos dieses Buch angeboten. Es taucht wirklich jedes Mal auf und sagt, es ist ein Bestseller, nimm mich, lies es. Und damit Sie das Buch nicht kaufen müssen, machen wir diese Sendung. Hier ist Leben mit der Energiewende TV. Solche Anmoderationen hat der Autor Christoph Krachten natürlich gerne, ja, indem man sagt, wir verraten Ihnen alles, was im Buch steht, brauchen Sie gar nicht zu kaufen. Christoph war natürlich ein Scherz. Ich könnte natürlich ganz böse sein, meine Damen und Herren, und sage, wir verfilmen jetzt das Buch. Also ich halte jetzt Seite für Seite in die Kamera und dann, das ist dann ein bisschen lang. Christoph Krachten brauche ich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Er ist, glaube ich, der erste Wissenschaftsjournalist, der es geschafft hat, YouTube als Medium auszubauen. Er hat über 100 Millionen Zuschauer. Also er hat dieses Netz wirklich für sich genutzt und er ist eigentlich der Urbauer, der es mit Urbar gemacht hat, auf dem wir jetzt alle fahren, bei dem YouTube. Ganz kurz zu dem YouTube-Kanal. Ist eigentlich unfassbar, dass man jenseits des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der klassischen Berichterstattung, so eine Community aufbauen kann. Ein bisschen, ja. Ich komme ja aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und habe mir um die Jahrtausendwende überlegt, nach Finanz- und Medienkrise, wo die Honorare für die Mitarbeitenden, also uns Journalisten, sanken, die Qualität sank, was kann man machen? Und hatte dann die Idee, eine Online-Talkshow, die es zuerst ja war, ins Netz zu bringen. Und das war 2009 der stärkste Start eines Partnerkanals damals auf YouTube, den es überhaupt gab. Am ersten Wochenende das meistgesehene Video, der meistgesehene Kanal, weil ich, glaube ich, intuitiv sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht hatte. Und nach diesem ziemlich großen Erfolg, da ging es erst richtig los. Herr Christoph, wenn es mir mal richtig gut geht, ja, dann gucke ich immer auf den Kanal von Christoph und sage, oh, der hat ja Nutzerzahlen, da komme ich nie ran. Also wenn ich dann sehe, dass der hunderttausende Klicks hat, schaffe ich natürlich überhaupt nie, dann ist es vorbei, dann geht es mir natürlich schlecht. Wie schafft man es denn, hunderttausende von Zuschauern für solche doch speziellen und nicht banalen Themen zu bekommen? Also ich glaube, man muss es mit Leidenschaft machen und das habe ich immer gemacht. Mich haben diese Themen immer wahnsinnig interessiert, interessieren sie auch noch, aber ich habe jetzt ein anderes Projekt, was ich mit dem Kanal verfolge und man muss halt das extrem professionalisieren. Ich mache auch Schulungen zu Social Media und habe das und zum Beispiel den YouTube-Algorithmus quasi seziert, um zu verstehen, was man machen muss und was man möglichst nicht tun sollte. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das trotz meines etwas fortgeschrittenen Alters im Vergleich zu anderen Erfolgreichen dort auf der Plattform zu so einem Erfolg geführt hat. Ja, ich muss die Gelegenheit gleich mal nutzen. Liebe Zuschauer von Christoph Krachten, seinen Kanal kennt ihr ja inzwischen. Es wird mal Zeit, auf andere Kanäle rüber zu gehen. Da gibt es auch viele gute Programme. Aber es geht um Tesla in der Sendung. Es gibt so einen schönen Satz, der ist nicht von mir, den haben andere schon in Social Media gebracht. Die haben gefeiert. Die haben gesagt, 10-jähriges Jubiläum der Ankündigung, dass Tesla in 10 Jahren pleite geht. Also, auf das Aus von Tesla warten wir ja bis heute. Ja. Also ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Das ist eigentlich unmöglich, weil Tesla jetzt in einem Bereich ist, was auch die Gewinne und die Rentabilität angeht. Das ist eigentlich, das kann man nicht mehr verspielen. Schauen wir mal, also ich habe schon viele Pferde von der Apotheke und so weiter, aber es sieht schwer danach aus, dass wirklich der Plan gelingt, dass das der größte Autohersteller weltweit wird. Das ist ja sein Ziel, 20 Millionen Autos in 2030 zu produzieren. Und wenn er das weiter so steigert, dieses Quartal wird es wahrscheinlich anders aussehen durch die Corona, durch den Corona-Stopp in Shanghai, wo die Fabrik ja eine Weile nicht produzieren konnte. Aber das steuert also allein schon für nächstes Jahr auf 2 Millionen Fahrzeuge zu. Und damit hätte er BMW oder jeweils Mercedes überholt. Jetzt werde ich die Gelegenheit nutzen, meinen Journalistenkollegen in Schwierigkeit zu bringen. Christoph, wie viele Fabriken hat Tesla?
Ich glaube, es sind im Moment 7, wenn ich es richtig überblicke. Wie viele Fabriken hat VW? Es sind, glaube ich, ach, ich habe das im Buch erwähnt, es sind, glaube ich, 100 oder über so. Über 100 Fabriken hat VW. Ja. Ist denn überhaupt gegen, selbst wenn, also ich muss ja von 7 auf 50 Fabriken, da stellt VW auf Elektromobilität um und stellt dann 100 Fabriken Elektromobilität hin, da ist der noch nicht mal bei Fabrik 20. Ja, er braucht ja nicht so viel, weil die sehr hohe Stückzahlen produzieren. Also der Punkt ist auch, die Fabriken sind ja für ihn ein Produkt. Er sagt, eine Fabrik ist ein Produkt, sprich, das stelle ich auch wie ein Produkt her. Das heißt, Fabriken werden bei ihm in Serie gefertigt. Das sind alles Copy-Paste-Fabriken, da wird nichts neu entwickelt. Und es wird halt möglichst viel da auch vereinfacht und von Fabrik zu Fabrik wird es auch immer weiter verbessert und noch schneller wird die Fabrik produziert. Wenn er das Tempo hält, wird er die anderen überholen. Der Punkt ist, man muss sich bei VW, das ist ja gerade auch das Problem bei den großen Autoherstellern, dass sie so viele Fabriken haben, die zum Teil nicht besonders effizient sind. Zum Beispiel die VW-Fabrik in der chinesischen Region, wo die Uiguren unterdrückt werden. Das ist quasi nur eine Fabrik, die sie als Preis dafür bezahlt haben, in China produzieren zu dürfen. Da werden lächerliche Stückzahlen hergestellt mit einer lächerlichen Effizienz. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also unternehmerisch macht das keinen Sinn, weil man ja große Stückzahlen in großen Fabriken produzieren muss. Und das hat Elon Musk auf die Spitze getrieben und perfektioniert. Das Gesicht machte gerade einen richtig schön angeekelten Ausdruck bei den kleinen Fabriken da oben. Nein, es ist nicht angeekelt. Es ist, ich möchte ja, dass möglichst viele und vor allen Dingen Ingenieure und Ingenieurinnen in deutschen Autofabriken und vor allen Dingen der Einkauf bei den deutschen Autoherstellern dieses Buch liest, um zu verstehen, was da anders ist. Weil das ist ein großes Problem, das immer noch in großen Teilen des Managements nicht verstanden wird, was die anders machen. Und das wird mit vielen, vielen anderen kleinen Problemen, zum Beispiel, dass Werkstätten in Zukunft viel weniger gebraucht werden, wird ein Riesenklotz am Bein der großen Autohersteller sein. Und wir werden dann, wie es ein Kollege letztlich sagte, vielleicht den Kodak-Moment erleben, wo dann plötzlich von einem auf den anderen Tag ein Unternehmen einfach nicht mehr da ist. Oder bei der Handyproduktion waren es Motorola, Nokia, Sony Ericsson, die einfach plötzlich von einem auf den anderen Tag fupp, weg waren. Es gab mal in Deutschland eine Diskussion, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Christoph kann sich daran auch erinnern, da ging es um die Abwrackprämie, nämlich nach der letzten großen Wirtschaftskrise, wo man das ein bisschen ankurbeln wollte. Und da hatten wir in Deutschland ganz, ganz komplexe Diskussionen vorher, aber die Diskussion, die Abwrackprämie war, glaube ich, 5 Milliarden Euro, das war gar nicht mal so viel, aber alle haben über die Abwrackprämie mitdiskutiert, obwohl es wirklich nur ein Nebenaspekt war. Damals gingen Billionen Euro sozusagen über die Wupper, aber über die 5 Milliarden Abwrackprämie, wenn es denn so viel waren, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben alle diskutiert. Ist das bei Tesla auch ein bisschen so? Ist Tesla unter anderem deshalb so im Fokus, weil über Elon Musk kann jeder was dazu sagen, alle können mitdiskutieren und das zieht natürlich die Popularität und die Aufmerksamkeit auf den total. Also ich sag mal so, was er an PR macht, sei es negative oder positive, ich glaube sein Motto ist any promotion is good promotion, ist extrem effizient. Er hat ein, ich sag mal, ich habe das bei Apple vorher mal gerne verglichen, was die an auch Milliarden eingespart haben bei der Berichterstattung über die Keynotes. Das ist ja reinste Werbung, die da je. Die Titelgeschichten auf großen Nachrichtenportalen sind, das ist einfach genial, muss man sagen, wie er das macht. Allerdings glaube ich, dass das Interesse auf Tesla oder der Fokus auf Tesla zurechtgesetzt ist, weil er eben jetzt nicht nur die Elektromobilität revolutioniert, sondern auch die Pkw-Fertigung. Er produziert halt, eigentlich produziert er nur ein einziges Auto, weil Model 3 und Model Y, ich habe gerade noch mit dem Ingenieur gesprochen, der mal überlegt hat, was müssen die denn eigentlich ändern, wenn die in Grünheide das Model 3 produzieren wollen. Das ist nicht so viel. Also die können das einfach über das gleiche Band laufen lassen. Er produziert eigentlich nur ein Auto. Das macht der Airbus. Die haben den A300 gehabt, A340, ja. A330. War im Prinzip nur dasselbe Flugzeug. Genau. Und das macht Tesla auch. Das heißt, sie sind extrem effizient und optimieren das immer weiter. Und was haben alle anderen? Was aber auch ein Vorteil ist. Mein Appell wäre ja auch an die anderen Autohersteller zu sagen, was sind denn unsere Vorteile? Was können wir den Kunden bieten, was Tesla nicht den Kunden bieten kann? Und das ist zum Beispiel eine riesenbreite Modellpalette. Das ist eine Riesenpalette an Sonderausstattung. Ich habe es mal für einen Porsche ausgerechnet, auch im Buch. Ich glaube, wenn man den Porsche bestellt, kann man den in Milliarden verschiedenen Kombinationen bestellen, weil man kann nicht nur verschiedene Ausstattungen bestellen, man kann auch bestellen, ob man das haben will oder nicht haben will.
will. Und je nachdem, was man da für Kombinationen, ist es jedes Auto einzeln verschieden. Das ist ein Problem in der Fertigung, weil da sind auch Leute, die das von Hand einbauen müssen. Das versucht ja Tesla immer weiter zu vereinfachen. Das ist aber auch eine Chance beim Kunden, weil der Kunde kann sich ein individuelles Auto zusammenstellen, was nach ein paar Schritten schon so individuell ist, dass es kein anderer Kunde haben kann. Und das wollen ja verschiedene. Also müsste ich vielleicht als deutscher Autohersteller nicht unbedingt überlegen, wie kann ich Tesla 1:1 kopieren, sondern wie kann ich es halt ein bisschen anders machen. Man kann sich Beispiele bei Tesla nehmen. Ich glaube, diese irre Effizienz, da sollte man durchaus mal drauf gucken, aber vielleicht bei anderen Themen es anders machen. Und das ist so das, wo ich appelliere. Aber bestimmte Stolpersteine wie ein Einkauf, der einfach nur immer billiger die Sachen einkaufen will, statt innovative Sachen einkaufen, also da ist Tesla komplett anders organisiert, das ist ein Stolperstein für die deutsche Autoindustrie. Ich habe mich auf dieses Interview deshalb ganz besonders gefreut, weil jeder macht sich ja seine Gedanken über Tesla und Elon Musk und überlegt so, was ist eigentlich das Erfolgsprinzip, was ist anders, denn das, was du gerade beschrieben hast, es gibt viele Hersteller, die haben super gute Konzepte, die gehen andere Wege und sind überhaupt nicht erfolgreich damit und gehen wieder ein. Und er scheint es ja doch irgendwie zu schaffen. Und jeder redet über Tesla wie über den Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und jeder denkt, ja, was ist jetzt eigentlich das Besondere? Was hat er richtig gemacht? Und jetzt möchte ich dich mit meiner These, die sich in meinem Kopf als Laie, als Biertischkenner der Szene herauskristallisiert hat. Was glaube ich, was Elon Musk richtig gemacht hat oder was sein Rezept ist? Mal sehen, was du dazu sagst. Mein Glaube ist, dass dieser Mann absolut innovativ ist, absolut die Innovation denkt und es geschafft hat, dieses unbedingte, innovative, unkonventionelle Denken, was mit Strukturen bricht, zu industrialisieren. Dass er das geschafft hat. Visionen haben wir viele, aber er denkt wirklich absolut neu, er wirft das Alte weg und hat es geschafft, das zu industrialisieren. Das, glaube ich, ist sein Erfolg. Das ist, glaube ich, das ist sehr gut zusammengefasst und sehr gut beschrieben. Das Innovative ist quasi Gesetz bei Tesla. Das hat er mal während des Battery Days gesagt. Er sagt, unsere Auffassung von dem, wie wir etwas machen, ist, wir machen alles falsch. Das ist so mal, der auch sehr sagt, so wie wir das jetzt machen, das Auto ist es falsch. So, das ist die Grundhaltung. So, und dann ist das der erste Schritt. Es gibt diesen Elon Musk Algorithmus, den zum ersten Mal in einem langen Interview auf dem Kanal Everyday Astronaut erklärt hat, wo der Kollege durch die Starbase geführt wird. Und er hat gesagt, als erstes, was wir machen, ist, wir versuchen zu verstehen, was wir da machen, und wir versuchen das einfacher zu machen, also oder weniger dumm zu machen. Wir versuchen einfach zu überlegen, und da gibt es ein ganz wunderbares Beispiel. Es gibt bei diesen Falcon Boostern gibt es oben so Grids. Das sind letztlich Gitter, aber die funktionieren wie Flügel und die haben letztlich nur die Funktion, den Flug zu stabilisieren, wenn die Rakete zurück zur Erde fliegt. Also dieser Booster, wenn der wieder auf einem der Drone Chips landet, davor eben den Flug zu stabilisieren. So, dafür werden die dann, wenn es soweit ist, oben ausgeklappt. So, und dann hat er einfach die Frage gestellt, warum klappen wir die denn aus? Ja, weil wir sie vorher nicht brauchen. Ja, aber würden sie uns denn stören, wenn wir sie auch nicht brauchen? Würden sie uns denn stören, wenn wir sie auch beim Start ausgeklappt hätten? Nö. Und da war der erste Schritt, die haben einfach die komplette Mechanik dieser Grids aus dem Booster des Starships rausgeschmissen, sodass der Booster jetzt deutlich leichter geworden ist, weil er einfach ganz viel Technik nicht mehr braucht. Das war einfach ein grundsätzlicher Denkfehler, die Dinger auszuklappen. Man muss sie nicht ausklappen, weil man sie vorher nicht braucht. Sie stören vorher einfach nicht. Die sind vollkommen egal. Also beim Start sind sie egal, bei der Landung sind sie wahnsinnig wichtig und sie können. Und das ist schon mal irre. Und dann sagt er, okay, der nächste Schritt ist, wie kann ich ein Teil einsparen, weglassen, wie geht das? Dann, wie kann ich die Produktion an dieser Stelle verschnellern? Wie kann ich es noch vereinfachen? Wie kann ich es automatisieren? So, und das sind die fünf, und die werden jedes Mal durchgegangen. Immer wieder werden die durchgekaut. Jetzt zum Beispiel beim Model Y in Grünheide ist jemand auf die Idee gekommen, es gibt ja bei jedem Auto die Trennwand zwischen dem Motorraum und dem Fahrgastraum. Weil, wenn der Motor in die Luft fliegt, sollen die Leute ja nicht direkt mit in die Luft fliegen oder verbrennen.
Ja, nur beim Elektroauto gibt es da vorne keinen Motor, der brennen und explodieren oder sonst was kann. Dann sind sie auf die Idee, ja, dann können wir diese Trennwand, ja, brauchen wir die nicht mehr aus Blech zu machen, wir können die in Zukunft aus Kunststoff machen. So, und während der laufenden Produktion wird jetzt dieses Teil irgendwann in den nächsten Monaten durch eine Kunststoffplatte ersetzt, weil die leichter ist und einfacher zu fertigen als Blech. So, und das passiert während der Produktion. Das werden Sie in Deutschland bei einer Autoproduktion nicht erleben. Wenn das Auto einmal konzipiert ist, wird es so gebaut, bis ein Modellwechsel kommt. Und das gibt's, sowas gibt's nicht bei. Also bisher gab's noch keinen richtigen Modellwechsel, beziehungsweise bei Model S und Model X gab's jetzt eine größere Umstellung, die hat zu so einem Chaos geführt. Die sind ja heute noch nicht in der Lage, die Fahrzeuge zu liefern, dass sie, glaube ich, auch da sehr viel draus gelernt haben und diesen Fehler nicht nochmal gehen werden. Das heißt, es wird in Zukunft nur noch während der Produktion optimiert. Wie das dann weitergeht, ob es irgendwann doch mal neue Modelle gibt. Aber das ist der Grund, warum es den Cybertruck immer noch nicht gibt, den Roadster immer noch nicht gibt, den SEMA immer noch nicht gibt, weil die so mit diesen beiden Modellen 3 und Y beschäftigt sind und so viel damit verdienen, dass das andere nur irgendwie Probleme sind, die sie eigentlich gar nicht brauchen. In der Antwort von Christoph ist etwas drin, was ich auch denke. Ich glaube, dass Elon Musk eine Sache anders macht als alle Politiker, die wir kennen, als alle Journalisten, die berichten. Was macht ein Politiker? Was sagt der Journalist? Der Journalist sagt oder der Politiker, wir müssen das System reformieren. Und die Journalisten stellen sich hin und sagen, ja, das am System ist schlecht und das müssen wir jetzt sozusagen verbessern. Ich glaube, Elon Musk hat das gemacht, was dieses Prinzip Cradle to Cradle macht, von der Wiege bis zur Wiege. Und da sagt Professor Braungart, wir müssen nichts verbessern, wir machen alles neu. Unsere alten Systeme funktionieren nicht mehr, wir vergessen die, wir machen das alles neu. Und Elon Musk hat mit Tesla, glaube ich, alles neu gedacht und gemacht. Und das konnte er auch, weil er musste an keine alten Autobauertradition anknüpfen. Wobei er hat es, das muss man zu sagen, erst ab dem Model 3, Model Y gemacht. Davor, im Gegenteil, hat er sehr konventionell entwickelt. Man darf nicht vergessen, der Roadster ist nichts anderes als eine Lotus Elise, nur auf Elektroantrieb umgebaut. Das Model S, das dann entwickelt, ist ein typisches Mittelklasse-Auto mit ein paar neuen Features dazu. Das heißt, diese Türgriffe, die raus und reinfahren. Ansonsten ist es schon für den Elektrobau optimiert, ist aus Aluminium und sonst was, hat aber wieder fallen gelassen den Aluminiumbau bei Model Y und Model 3, weil es einfach aufwendiger ist. Aber bei Model 3 und Model Y ist er in ganz andere Stückzahlen gegangen, weil das spielte bei Model S noch keine große Rolle und bei Model X, die werden nicht in großen Stückzahlen produziert und werden auch nie. Aber Model 3 und Model Y sind Volumenmodelle und da ist er, die macht er nach einem ganz anderen, seitdem der Produktionshölle, so hat das ja selber genannt, wo es halt wirklich sehr schwer war, in diese Massenproduktion reinzukommen, was er aber da geschafft hat, was ihm niemand zugetraut hat. Seit diesem Moment ist da, hat da auch wieder eine komplette Revolution stattgefunden und alles ist auf den Prüfstand geraten und alles ist neu konzipiert worden und wird jetzt auch weiterhin neu konzipiert. Das ist auch er selber, dieser Algorithmus, den gibt es mit Sicherheit nicht von Anfang an. Das hat ja alles, das ist auch immer in der ständigen Überarbeitung, auch wie er Dinge angeht, im Notfall sagt er auch, nee, ist alles Mist, machen wir jetzt auch noch, machen wir das auch neu. Mein alter Algorithmus ist Mist, also das können wir auch erwarten. Nee, wir machen das jetzt anders. Also auch da in dieser zweiten Ebene, wie er verfahren, wird er auch immer wieder neu denken. Und das erleben wir halt ständig bei Tesla. Ich muss einmal kurz auf das Buch zurückkommen. Also als normaler Journalist sollten Sie eins nicht tun. Die Pressestelle von Tesla ansprechen. Da setzen Sie Spinnweben an, gehen in Rente, bevor Sie sozusagen Antwort bekommen. Wie kann man eigentlich so ein Buch recherchieren? Man redet mit vielen Menschen. Mit welchen kann ich nicht immer sagen, aber man muss mit sehr vielen Menschen reden und da bekommt man sehr viele, man bekommt Informationen, ja. Man muss sich da ranrobben. Aber von der Pressestelle kriegt man halt nichts. Die auf offiziellen Weg? Nein. Also was weiß ich, das ist jetzt noch nicht im Buch, weil das nachher war. Ich war bei der Eröffnung von Grünheide und habe dann halt eine Führung mitgemacht, ne? Die aber eigentlich für Zulieferer war. Und ich habe auch nie gelogen oder sonst was, aber ich habe halt die gelbe Schutzweste angezogen. Und damit dachten alle, ich gehöre zu der Gruppe, die auch geführt werden. Sozusagen. Eingeschlichen, kann man so jetzt auch nicht sagen. Ich habe nie irgendwas vorgegeben.
Ich habe nur eine gelbe Weste angezogen und dann habe ich halt eine Führung mitbekommen und das war super spannend. Das war wirklich super interessant. Da war jetzt auch nichts Geheimes drin. In dem Buch steht auch nichts Geheimes. Das ist ja der Gag. Das ist alles offiziell, was da drin steht. Nur dieses Gesamtbild hat keiner. Ich habe vorhin noch mit einem Menschen gesprochen, der bei Tesla arbeitet und mit die Fabrik in Grünheide aufgebaut hat. Und der sagt, nö, das ist wirklich, das stimmt alles so, wie es da drin steht. Und das geht. Man muss halt beharrlich sein, man muss eins und eins am besten zusammenzählen können. Das hilft auch sehr. Dann kann man so ein Buch schreiben. Aber die Grundrechenarten reichen eigentlich. Warum guckst du mich so intensiv an, wenn du sagst, man muss eins zu eins zusammenzählen können? Nein, ich gucke nicht dich intensiv an, sondern mich. Meine mathematische Schwäche ist bekannt. Also es gibt jetzt so die Berichterstattung über Twitter. Ich habe gerade die Titelgeschichte im Cicero über die Twitter-Geschichte geschrieben. Als erstes mal überhaupt das eingeordnet, warum macht der das denn? Man findet, also ich habe in keinem Artikel in einer deutschen Publikation eine Hintergrundrecherche gefunden, warum der das denn überhaupt macht. Warum will der Mann Twitter? Der will das nicht, weil er bockig ist oder weil er da so viel drauf postet. Der will zum einen, der Hauptgrund ist, er entwickelt KI. Für KI brauche ich Daten. Er kriegt im Moment nur Fahrdaten. Mit Fahrdaten kann man nicht viel anfangen. Er kann halt autonomes Fahren entwickeln. Aber er will ja einen Roboter auch entwickeln. Ein Roboter, der hier rumläuft, der braucht Allgemeinwissen, der braucht einfach Informationen von Menschen. Wo kriegst du die rüber? Über soziale Medien. Der braucht eine Social-Media-Plattform, dringend. Ohne die steckt er fest. Man darf nicht vergessen, er war ja investiert in DeepMind, er war investiert in OpenAI. Beide die führenden KI-Entwickler auf dem Planeten. Und DeepMind sagt ja von sich selber, nachdem sie jetzt die erste allgemeine KI entwickelt haben, wir sind uneinholbar. So, und der ist da einfach rausgekommen. Weil Google hat DeepMind gekauft, OpenAI geht jetzt an Microsoft, er ist einfach bei beiden Projekten raus. Und er entwickelt ja mit Neuralink ein Implantat, mit dem man dann mit KI kommunizieren können soll, und zwar um sie zu kontrollieren, damit KI nicht irgendwann, das ist ja die Horrorstory, die er meint, dass sie passieren könnte, aber auch Stephen Hawking, also es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass wir mal von marodierenden Robotern umgebracht werden. Und das will er halt verhindern. So, dafür muss er eine allgemeine KI entwickeln. Und die kann er nur mit einer Social-Media-Plattform entwickeln. Und der nette Nebeneffekt ist, dass er eine Social-Media-Plattform hat, dass er die optimieren kann. Und als letztes, er will Facebook vom Markt fegen. Und wenn man sich die Tesla-Entwicklung anguckt, halte ich das nicht für unwahrscheinlich. Nicht, weil Elon Musk so ein Superbrain ist. Also er ist ein Superbrain. Ich wollte gerade fragen, ist der genial oder wahnsinnig? Der ist genial. Der ist schon genial, aber in einer schlichten Art und Weise. Der ist einfach jemand, ich sage ganz viel oft bei Problemen, geh doch mal 3 Meter zurück. Guck dir das mal als Entfernung an. Nicht vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht. Geh mal zurück, damit du den Wald siehst, um dir das ganze Ding mal anzusehen. Und das macht er ständig. Der geht immer wieder mal ganz viele Schritte zurück und guckt sich das ganze Ding distanziert an. Geht aus dem Tagesgeschäft raus, und das macht er wahrscheinlich nur für 5 Minuten. Das reicht für den. Der hat ja auch eine To-Do-Liste. Ich habe so eine To-Do-Liste, wo alle halbe Stunde das nächste To-Do kommt. Der macht das alle 5 Minuten. Das heißt, der kann nicht 3 To-Dos, der kann 6 To-Dos, der kann 12 To-Dos jede Stunde abarbeiten. Und deswegen ist er in der Lage, so viele Firmen zu führen. So, er braucht eine KI, und ganz nebenbei wird er halt Facebook weil er ist aufgrund seines Images und seiner Arbeitsbedingungen, die durchaus die Hälfte scheiße finden, weil man wenig Freizeit hat, die andere Hälfte aber super finden, weil sie sich verwirklichen können. Er hat die beliebtesten Firmen bei allen Absolventen im Silicon Valley. Den besten Leuten, die es in diesen Branchen gibt. Die wollen alle zu SpaceX. Wenn sie da nicht ankommen, wollen sie alle zu Tesla. Dann kommt Apple, dann kommt Google. Und jetzt kommt da irgendwie Twitter ins Spiel. Und er wird diese Leute kriegen. Und wenn man sich die Social Media Plattform anguckt, guckt euch mal bitte an, wie die Menüs auf Instagram aussehen. Das ist schlimmer als der Toyota-U-Bahn-Plan für einen Westeuropäer zu lesen. Das ist nicht nachvollziehbar, wo da was ist. So, und das wird geändert werden, und der will einfach was Besseres machen. Und bei Twitter, der hat schon alles. Das ist ein Fotofeed, das ist ein Videofeed, das ist ein Textfeed, das ist ein Newsfeed, Multimedia, Messenger ist drin, ist alles drin, was er braucht. Also, ein ehemaliger Weggefährte von ihm hat gesagt, Elon Musk irrt an einem ganz entscheidenden Punkt. Er hat gesagt, ich will die Welt verändern. Und sein Weggefährte hat gesagt, mit Technik und Elektroautos kann man die Welt nicht verändern.
Ja, vielleicht. Aber er sagt ja nicht, ich will die Welt verändern, sondern er sagt, ich will die Welt in Richtung, ich will dafür sorgen, dass die Welt mit regenerativen Energien existieren kann. Und regenerative Energien sind Technik. Also, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man es anders machen soll. Mit Beten wird man das nicht hinkriegen. Ja, das also, SpaceX fliegt nicht regenerativ. Also, ich meine, ein Klimaschützer. Ja, aber das er ist ja kein Klimaschützer. Doch, das ist er. Aber nicht mit diesem SpaceX-Kram. Das also, ist ja dazu muss man sagen, dass der Anteil von Raumfahrt an der CO2-Produktion weltweit nicht messbar ist. Nee, aber mit dem Start von einer seiner Touristenraketen kann man ja, eine Kleinstadt, ein ganzes Jahr eine kleine Stadt. Das ist totaler Bockmist. Also Weltraumtourismus ist totaler Bockmist, das ist Schwachsinn. Das kann ich eigentlich als jemand, der regenerative Auto fahren lässt, gar nicht machen, oder? Ja, es ist, ich glaube, da sind andere, also erstmal muss man dazu sagen, er benutzt das Unternehmen ja vor allen Dingen erstmal um eine Internetversorgung, eine staatlich unabhängige Internetversorgung für die Welt zu gewährleisten. Ob das dann so gut ist, dass das in der Hand eines Privatmenschen ist, da denke ich, müssen wir einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit das so ist. Verfolgt das Ziel, was auch Stephen Hawking gesagt hat, dass es wichtig ist zu verfolgen, dass wir eine multiplanetare Spezies werden. Wenn nämlich hier nicht der Klimawandel bedroht uns, auch Asteroiden bedrohen uns, auch Supervulkane bedrohen uns. Irgendwann wird hier, bevor die Sonne da explodiert, uns was anderes von dem Planeten fegen. Und er sagt einfach, müssen wir eine multiplanetare Spezies sein. Letztlich, SpaceX ist einfach, das ist sein Hauptding, das ist seine Leidenschaft. Er will einfach Raumfahrt preiswerter machen oder mit ihr mehr Möglichkeiten geben. Das hat er geschafft. Er ist, beherrscht, glaube ich, die Hälfte des Satellitenmarktes inzwischen. Und das ist sein Ding. Und er will das auch in Zukunft, will er es mit Treibstoffen antreiben, die regenerativ gewonnen werden. Aber im Moment ist es technisch einfach noch nicht möglich. Zurück mal ein bisschen näher zu Tesla. Wir kommen gleich zu den Zuschauerfragen hier, Publikumsfragen. Es gibt ja sozusagen eigentlich nur zwei Gruppen. Es gibt die, so wie Christoph, also wenn ich jetzt so eine kritische Frage gestellt habe, dann kriegt der Christoph so in seinen Augen so einen ganz gütigen Augenaufschlag zu Tesla. Naja, die Leute gibt es, die sagen, Elon Musk, Tesla, das Ding. Und dann gibt es die, und für die anderen ist das alles ganz furchtbar. Wobei, du hast gesehen, ich habe den Weltraumtourismus, habe ich ja. Ja, aber gut, ansonsten doch so ganz gütige Augenaufschläge, habe ich schon gesehen. Nein, also da kommen die roten Herzen schon. Ich möchte ihm nicht persönlich begegnen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt angenehm ist. Ich glaube, dass das... Er hat mal ein Buch geschrieben, hat doch den Chef einmal zumindest gesprochen haben. Ja, ich war auf einer Veranstaltung, wo er war, und das war ganz lustig. Oder war auch bei der Gigafactory. Ich muss ihm nicht begegnen. Wenn sich dann das mal ergibt, ist das nett. Aber ich muss das nicht. Das ist, der ist Autist. Ich meine, wie soll man mit dem in Interaktion treten in eine schöne? Das ist einfach schwierig. Wenn, dann würde ich mal gerne interviewen. Das wäre, glaube ich, nett. Aber also es wird nicht passieren. Also, es gibt die Leute wie Christoph, die kriegen so rote Herzen aus den Augen, wenn es um Tesla geht. Und dann gibt es die anderen. Die stellen sich dann auf vom Tesla und sagen, die Spaltmaße, wie der hergestellt ist. Ja, und ich sitze ja in diesen Tesla-Kisten manchmal mit drin und dann sagt ein anderer, der ist ja ganz schön laut, der rappelt und so weiter und so fort, ja. Und da wird gesagt, ja, also die anderen Autos, also das, da muss er noch dran arbeiten. Also es gibt ja die Befürworter und die anderen, die sagen, ja, das geht ja alles gar nicht. Und eigentlich sind ja die Leute und die Dinge, die am meisten polarisieren, gar nicht die erfolgreichsten. Eigentlich sind ja die am erfolgreichsten, die so mitschwimmen. Ja, aber irgendwie hat er es geschafft. Er ist im Moment am erfolgreichsten. Spaltmaße, Riesenthema. Mein Wagen ist auch krumm und schief. aber es interessiert halt die meisten nicht, weil der hat andere Stärken, die so unglaublich viel besser sind als jedes andere Auto. Da ist man einfach so geflasht von, dann sagt man sich, okay, wenn das ein bisschen krumm und schief ist. Und zudem kriegt das immer besser in den Griff. Also die Wagen hier aus Grünheide oder gerade aus China, wo jetzt die Produktion auch schon eingespielter ist, die sind eigentlich tadellos, sagt auch jeder Motorjournalist. Also ich verstehe dann schon eher die Kritik an seiner Persönlichkeit, an seinen Hasstiraden auf Twitter zum Beispiel. Allerdings muss ich dann sagen, der Mann hat eine Behinderung, Schrägstrich, Disposition. Würden wir mit einem Tourette-Kranken auch so reden, wenn der Ficken sagt? Würden wir auch sagen, oh, wie konntest du das zu mir sagen? Nein, wir wissen ja, das ist eine Behinderung. Und deswegen würde ich das, finde ich, dieses Elon Musk-Bashing auch schwierig. Ich verstehe, dass man da Probleme hat, aber ich versuche immer, das herauszukristallisieren, was er wirklich sagt. Und bei Twitter hat er gesagt, er möchte halt freie Meinungsäußerung, aber das muss reglementiert werden. Das fordert genauso auch die EU, die stimmt ihm da 100% zu. Und von daher
also ich sag mal so, wenn wir vernünftige Gesetze hätten, dann müsste auch ein Diktator Twitter kaufen können und wir dürften uns keine Sorgen machen. Das ist nämlich das Problem. Wir brauchen einen guten gesetzlichen Rahmen für all das, was da geschieht. Ja, jetzt nochmal zum Erfolg von Tesla. Und die Frage ist, gewinnt er das ganze Spiel? Die Frage ist ja nicht, gewinnt das Beste oder gewinnt das, was die Leute haben wollen? Ja. Also ein Beispiel. Es gibt von mir ein ganz fürchterliches Foto im Internet, kursiert seit vielen Jahren. Alle, die mich furchtbar finden, verteilen das weiter. Da hat mein Kameramann Felix Peschko ist zum ersten Mal Tesla gefahren in der Assistenzfunktion. Ja? Und man sieht, er hat sich dabei auch selber gefilmt, dieses Auto fährt von alleine. Also das, was den Tesla ja ausmacht, diese überragende Software, diese Fähigkeit, wirklich auf autonomes Fahren hinzugehen, das ist ja das, was diesen Wagen für mich ausmacht. Die Spaltmaße, dass er rumpelt, Wurst egal, Design egal, ja, Elektromotoren gibt es, aber das, diese Software, diese Steuerung und dieses autonome Fahren. Und da fuhr mein Kameramann und sagt, ich habe die Hände gar nicht am Lenkrad und so weiter. Und dann gibt es dieses Bild von mir, wie ich auf der Rücksitzbank sitze und schlafe. Und die Frage ist, interessiert das überhaupt die Leute? Dann bin ich im ID.3 mitgefahren. Das finde ich ein super Auto, ist richtig Platz. Ich fahre ja immer auf der Rückbank mit, weil ich selber nicht fahre. Und dann sagen die Leute alle, Assistenzfahrfunktion interessiert mich gar nicht. Ich will mein Auto selber fahren. Und da ist der ID.3 ein super Auto, finde ich jedenfalls. Und dann ist die Frage, ist das, was diese Teslas wirklich so überragen können, das, was die Leute wollen und auch kaufen werden? Also ich habe zwei Erfahrungen, dazu kann ich dazu beitragen. Das eine ist, die Software wirklich im Tesla funktioniert. Im ID.3, hast du da mal gesehen, was passiert, wenn man auf einen Knopf drückt? Der hat eine Bildfrequenz da auf diesem Schirm von etwa 4 Bildern pro Sekunde. Jeder Gamer kriegt einen Lachkrampf, der mit 120 oder noch mehr Bildern pro Sekunde arbeitet. Das ist eine Software, die ist wirklich, man würde sie, und das haben ja chinesische Käufer auch schon gesagt, Crap nennen. Bei Tesla ist es ganz anders. Das ist wie auf dem iPad oder iPhone oder irgendeinem anderen Smartphone. Das läuft alles flüssig. Es ist Dings. So, zum autonomen Fahren. Ich habe das mal vergessen zu aktivieren. Und dann nach einer Stunde dachte ich, boah, warum bist du denn so müde? Das ist ja furchtbar. Ich muss noch nach Berlin. Das schaffe ich ja nie. Und dann, ach verdammt, ich habe einfach vergessen, den Autopiloten zu machen. Klick, klick. Und nach einer halben Stunde war ich wieder wach. Ich brauche es, wenn ich nicht sterben will. Und ich glaube, alle anderen Menschen werden es auch brauchen. Es erleichtert viel. Es wird einfach unabhängig von mir, es wird Tote im Straßenverkehr noch mal deutlich verringern, weil es einfach viele Dinge sieht, die wir gar nicht sehen. Das ist zum Beispiel total beeindruckend, wenn man bei strömendem Regen fährt. Man sieht nichts mehr. Das Ding weiß immer noch, da vorne ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Und wenn irgendwas zu nahe kommt, bremst es ab oder beschleunigt. Es reagiert jedenfalls so, dass nichts passiert. Und das wünsche ich mir schon. Beim ID.3 gibt es übrigens auch einen Fahrassistenten, nur der verlässt von selber wieder die Spur, wenn er keine Lust mehr hat. Ich weiß es nicht. Jetzt soll es besser geworden sein. Also die sind da ja auch alle dran. Nur das, was wir sehen an dem wirklich weiterentwickelten System, was wir in Europa noch gar nicht haben, dem Full Self-Driving, das ist bahnbrechend. Auch die Technologie dahinter, der arbeitet ja nicht wie andere KI mit Einzelbildern, sondern er wertet die Bilder von 8 Kameras gleichzeitig im Videofeed aus und baut daraus einen 3D-Raum. Das sind 3 Entwicklungsstufen besser. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wie es im Moment aussieht, läuft es darauf hin, dass das Ding wirklich autonom fahren kann. Das kann es im Moment noch nicht, das macht noch Fehler. Schauen wir mal. Er sagt, es wird fertig werden, das sagt er aber schon seit Jahren. Wir haben in deiner, Christoph, Internet-Lieblings-YouTube-Sendung Leben mit der Energiewende TV eine Antriebseinheit. Jetzt war er leider nicht eingeblendet, als er tief nickte. Ja. hat er gemacht. Klar ist das Nicken, genau. Haben wir eine Antriebseinheit von Tesla gehabt, die anderthalb Millionen Kilometer gelaufen ist. Und die sah fast verschleißfrei aus. Und das Hauptthema unserer Sendung war nicht autonomes Fahren, sondern die Vision des 100-jährigen Autos. Und da hat ein Experte gesagt, also 100 Jahre fällt ja nicht der ID.3, das Model 3, sondern aber 40 Jahre. Und das ist, glaube ich, der Punkt auch, das haben wir in der Sendung auch gesagt, mit der Langlebigkeit und auch mit der Assistenzfahrfunktion, das Auto als Taxi mal benutzen zu können, das heißt im Sharing weiter vermieten zu können. Fahre ich diesen Tesla,
technologisch, zumindest in der nächsten Stufe, wenn die wirklich autonom fahren können, in den Grenzkosten auf null, weil der Wagen kann praktisch verliehen werden. Und durch die lang anhaltende Substanz, die der Wagen hat, muss ich dann in meinem Alter, Christoph, in unserem Alter, könnte es passieren, dass der Tesla, den wir kaufen, das letzte Auto unseres Lebens ist. Also ich sage das mal. Und das ist sozusagen Grenzkosten gegen null, langfahren, sharen. Das ist für mich eigentlich da, wo ich sage, das ist ja für mich eher so das faszinierende Konzept an der ganzen Geschichte, dass er offensichtlich die Vision des 100 Jahre lang fahrenden Autos hat. Ja. Also das sieht alles danach aus, die Batterien halten auch. Also ich habe mit dem Tesla-Ingenieur gesprochen, der, dem ich gesagt habe, jetzt mal Hand aufs Herz, was denkst du, wie lange hält so ein Model S? Und er sagte, ja, so 800.000 Kilometer. Und das ist halt doppelt so viel wie ein Benziner. In der Zeit muss man zweimal die Bremsen tauschen, weil die 300.000 Kilometer halten. Man muss im Gegensatz aufpassen, dass sie nicht rosten. Man muss halt die Querstangen, die leiden irgendwann, die muss man austauschen. Die Lager werden irgendwann, die werden ja wahnsinnig beansprucht, muss man austauschen. Aber dann ist da nicht mehr viel. Es gibt halt keine Kupplung, es gibt kein Getriebe, es gibt halt keinen Verbrennungsmotor, und das sind alles Teile, wo wahnsinnig viel Teile drin sind. Ne? So ein Verbrennungsmotor, ich glaube, der hat 1000 Teile, weil da einfach, wie will? Bewegte Teile. Das ist der Verstand. Ja, und das gibt beim Elektromotor sind das zwei Lager, die bewegt sind. Ansonsten bewegt sich ja das nichts, weil das sind, die haben ja keine Berührung. Das heißt, und im Verbrennermotor hat alles Berührung, deswegen braucht es ja Motoröl, weil alles miteinander aneinander schleift. Das muss kaputt gehen. Ein Elektromotor, da gibt es nichts daran, was kaputt geht, außer den beiden Lagern. Die kannst du aber Fump rausnehmen und Fump wieder reinsetzen. Gleich mache ich den Test, wie gut Christoph sein eigenes Buch kennt. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Publikum. Wir haben jetzt lange gesprochen, geredet. Jetzt gebe ich das einfach mal zu Ihnen. Bitte schön. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar geht es mir um das Thema Firmenphilosophie, immer schnellere und stärkere Autos zu bauen. Ich unterstütze die elektrische Revolution von Elon Musk. Ich bin 2 Jahre in der S85 gefahren, Baujahr 2014, ohne Fahrsicherheitsassistenzsysteme. Ich fahre seit Dezember das Model Standard Range Model 3. Und ich muss sagen, warum muss man Autos auf die Straße bringen, die 1000 PS haben, die 320 Stundenkilometer schnell fahren? Wie viele Leute werden sich damit totfahren? Der Autopilot wird die Geschwindigkeit auch in 10 Jahren noch nicht beherrschen. Der steigt heute bei 150 aus. Gestern bin ich wieder gefahren. Ich fahre jahrelang unfallfrei. Komm in den Baustellenbereich. Er erkennt das Verkehrszeichen nicht. Fährt 120, steht ein mobiler Blitzer. So, jetzt rechne ich mit dem Bußgeldbescheid. Warum wird da nicht mehr Geld investiert? Warum muss ich ein Auto bauen wie das Plaid oder Model S? Plaid auch mit 1000 PS und 320 Stundenkilometer Spitze. Was soll das? Ich würde das Ganze einfach mal zusammenfassen, das ist Marketing. Es gibt einen sehr guten Artikel von dem Alexander Bloch von Automotorsport in diesen Tagen, der sagte, ohne dass Elon Musk das so gemacht hätte, wären wir heute nicht mit der Elektromobilität, wo wir da wären. Weil er kriegt nämlich die ganzen Petrolheads, genau, die hat er damit dazu gekriegt, auch Elektroautos fahren, weil ich bin mit einem selbst durchschnittlichen Model 3 und Model S schneller als die meisten Leute, die einen Porsche haben. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich fahre eine total bräsige Limousine, und wenn dann Porsche, jetzt nicht Porsche Carrera, der hat durchaus mehr Beschleunigung, wobei das ist ja die Elastizität vom Elektroantrieb ist in den hohen Drehzahlen auch immer noch wahnsinnig. Das heißt, ich fahre fast allen immer weg. Und das ist, es ist Marketing. Es ist wirklich nur Marketing. Auch das Model Plaid, es ist nur ein Wettstreit mit Porsche, um zu sagen, Edge, wir haben aber den größeren. Und mehr ist das nicht. Dazu muss man aber sagen, im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren hat das einen riesigen Nachteil nicht. Verbrennungsmotoren brauchen immer mehr Energie, um auch im normalen Betrieb, um das zu können. Das ist aber bei Elektromotoren gar nicht der Fall. Im Gegenteil, die werden energetisch noch optimierter, wenn sie so ausgelegt werden. Das heißt, in niedrigen Drehzahlen verbrauchen sie weniger Energie als ein Motor, der an der Grenze ausgelegt ist. Das ist der einzige Grund. Das kann man jetzt gut finden, das kann man nicht gut finden. Ich sehe es als wirklich einen Marketing-Trick an, den er erfolgreich angewendet hat. Ich glaube, in Zukunft brauchen wir das nicht. Aber ich muss dann auch dazu sagen, ich ärgere mich in einem ID4 oder ID3, dass der so lätschig ist, weil das ist zum Teil gefährlich. Ich habe es jetzt zwar auf 100.000 Kilometer nur einmal erlebt, weil sonst erzählen so von schnellen Verbrennerautos die Leute immer, ja, ich bin aber viel sicherer, weil ich kann ja Gas geben, wenn es gefährlich wird. Und das hatte ich einmal in der Baustelle, da kam ein LKW auf mich zu. Ich hatte keine andere Chance, einfach ganz schnell Gas zu geben,
damit ich nicht da irgendwie zwischen Leitplanke und LKW zerdrückt werde. Und da war ich echt froh, dass ich diese Beschleunigung hatte. Aber ansonsten, ja, ist Mangel. Und absolut zu Recht, es ist gefährlich. Wenn man das nicht beherrscht, führt das zu Unfällen. Und der Autopilot wird das nie, also jeder Mensch, der Autopilot oder sich mit autonomem Fahren beschäftigt, sagt, über 130 ist das nicht mehr managebar. Weil wenn da von hinten einer mit 250 ankommt, hast du keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Also der Mensch, der dann nur noch steuern kann, muss echt in der Lage sein, sehr schnell zu bremsen, weil sonst fährt er demjenigen, der da 500 Meter oder 300 Meter vor einem ausschert, um zu überholen, rein. Aber also ich, ja, ich bin da nicht entschieden. Da ist ein Punkt. Ich frage mich tatsächlich, was passiert, wenn wir Tempolimit 30 kriegen in Deutschland, dann kann man diese Autos nirgendwo auf der Welt mehr ausfahren. Doch, auf Nürburgring. Auf Nürburgring. Ja, dafür, die haben ja dann Track-Modus jetzt für, also die Performance-Modelle. Lieber Christoph, ja. Du hast ja auch, wenn du Tesla Motors verfolgst, ja auch das System des Autopiloten autonomen Fahrens im Kopf, welches ja nun nochmal einen Sprung nach vorne bekommen soll in 2 Wochen, nein, vielleicht Ende des Jahres oder im nächsten Jahr. Meine Frage ist, wie wird denn das Zusammenleben auf der Straße stattfinden zwischen Autofahrern, die selber fahren, und Fahrzeugen, die sich jetzt gesetzestreu verhalten? Oder etwas provokativ meine Frage, werden sich autonome Fahrzeuge gesetzestreu verhalten, oder wird man für den Nutzer vielleicht ein Schlupfloch einbauen, sozusagen immer ein Geschwindigkeitsoffset nach oben, Nettigkeit beim Ein- und Ausfahren, ich lasse niemanden rein. Gibt es da schon Tendenzen, wie so etwas aussehen wird, oder wird es fahren wie der Opa vom Lande? Nein, also nein, also mit Sicherheit wird das autonome Fahren, und das, da finde ich dann auch wieder, muss ich dem Vorredner zustimmen, das wird die Sicherheit erhöhen, dass man dann wie der Opa vom Lande fährt, aber das ist einem dann auch egal, weil man einfach vorwärts kommt. Der Vorteil dieses Systems, was Tesla entwickelt, ist ja, es muss nicht wissen, was die anderen Autos machen, weil es das durch die Art, wie die KI die Bildinformationen verarbeitet, schon absehen kann. Und zwar, das ist ein hochdiffiziles Programmierding, was die da machen, was jemand tut. Also die Software weiß auf Dauer dann, das ist ein Autofahrer, der mit der Wahrscheinlichkeit von 90%, obwohl er jetzt schon 100 Meter an der Spur entlang fährt, gleich nach links ziehen wird. Aber mit 10%iger Wahrscheinlichkeit wird das nicht tun. Diese Software wird irgendwann in der Lage sein, Fußgänger, die sich ja in Italien komplett anders verhalten als in Deutschland, landesspezifisch korrekt einschätzen zu können, weil anders ist das nicht möglich. Und deswegen sagt er ja auch immer, da, das müssen wir jetzt erstmal in Kanada einführen, da ist ähnlich, dann kommt Norwegen, die sind wahrscheinlich ähnlich brav wie die Amerikaner. Italien wird mit Sicherheit ganz zum Schluss kommen, weil das einfach ein Riesenproblem ist, weil das nochmal komplett anderes Verhalten, die gehen bei Rot über die Straße. Ne? Und das muss die Software irgendwann erkennen. Aber die ist ja genau daraufhin ausgelegt, mit Verkehrsteilnehmenden zurechtzukommen, die sich komplett ich sage mal in Anführungszeichen, irre Verhalten. Darf ich kurz, Sie warteten schon die ganze Zeit. Zu dem Herrn, wir müssen es dem Herrn nach hinten erstmal geben, der wartet die ganze Zeit. Ich muss einmal kurz zwischengrätschen, ja? Gerne. Ich habe eine These. Ja. Ich glaube, die meisten Leute wollen gar nicht autonom fahren. Ich habe nämlich einen Kollegen, ja, der weigert sich, mit der Deutschen Bahn zu fahren, fährt lieber mit dem Auto. Und warum? Was ist seine Begründung? Der sagt, mit dem Auto kann ich jederzeit Pause machen. Ja, also morgen muss ich will morgen nach Neuss fahren, oder ich muss morgen nach Neuss fahren zu einem Geburtstag in der Familie. So, ich habe aber vorher von 11 bis 12 habe ich noch eine Aufzeichnung eines Podcasts, so, dann muss ich losfahren. Da habe ich mal in die Züge geguckt. Der erste Zug, voll ausgelastet, also 3 Figuren in Rot, das heißt immer, da geht gar nichts mehr. Da kannst du nur auf dem Boden sitzen. Der nächste Zug, auch vollständig ausgelastet. Der übernächste Zug, naja, in Orange vollständig, auch nicht schön. Ich muss mit dem Auto fahren, und ja, ich kann dann Pause machen, wann ich will. Das kann ich aber auch mit dem autonomen Fahren. Ich kann auch Pause machen, wenn ich will. Aber ich kann ja nur mal ein Beispiel sagen, ohne Autopilot nach einer Stunde müde, mit Autopilot nicht ermüdet bis nach Berlin gefahren, 6 Stunden. Ja, wir müssen uns nur dafür einsetzen, dass es in der ersten Klasse keine Spartickets gibt, dann sind die frei, dann kannst du immer in der Bahn Platz haben. Aber das wird nicht kommen, die Deutsche Bahn wird das finde ich ja so reizvoll, da kommt man so billig in der ersten Klasse von A nach B. Bitteschön. Manchmal Streit, und Journalisten machen vielleicht Fehler, weil Technologie neu ist, und die erfahren, die erproben etwas.
Es gab den Journalisten, der, wo die Reichweite nicht ausgereicht hat. Aber es war kalt den Nacht vorher gewesen und er hat einen Schnelllader aufgesucht und es ging nicht. Versuchen Sie auch solche Fälle zu analysieren, wer dann letztendlich recht hat oder war es böse Absicht von den Journalisten, wo Elon Musk so gegen ihn geschossen hat und meint Absicht? Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich fahre jetzt 100.000 Kilometer und ich kenne auch viele andere Leute, die Tesla fahren. Ich kenne von einer, ich muss das jetzt umschreiben, weil das ist ein Informant, der, dem ich mein Dings, also jedenfalls, es gibt einen Menschen, der bei Tesla arbeitet, dem das auch so passiert ist, aber einfach, weil er eine falsche Information hatte und der dann auch wirklich liegen geblieben ist. Aber normalerweise, wenn ich mit einem Tesla losfahre, auch egal, welche Temperatur es ist, der sagt einem, erstens sofort, wann man zwischenladen muss, und zwar mit einem Sicherheitspuffer von 20%. Und das sind bei meinem Tesla 100 Kilometer. Also mit 100 Kilometer Puffer sagt er, wann man zwischenladen muss. Und wenn sich die Situation ändert, zum Beispiel vor ein paar Tagen bin ich bei strömendem Regen gefahren. Da ist der Verbrauch wegen des Rollwiderstandes auf 30 kW pro 100 Kilometer hochgegangen. Das ist tierisch. Wahnsinnig hoher Verbrauch. Und der hat sofort reagiert, der hat mich mehrmals nachladen lassen, der hat mich immer wieder zu Ladesäulen geschickt und dann bin ich die gleiche Strecke später nochmal gefahren bei trockener Fahrbahn und dann musste ich halt nur einmal laden. Also ich habe die Erfahrung noch nie gemacht und ich fahre seit 20 Jahren Elektroautos, ich kenne das, ich kenne die, nennt sie Reichweitenangst, mit meinem Peugeot 106 Elektrik bin ich liegen geblieben, mit dem Mini L bin ich liegen geblieben. Ja, weil da auch die Batterien tierisch schnell gealtert sind und die Kapazität zurückgegangen ist, das sind sie jetzt beim Tesla, der das aber auch mit berücksichtigt, bei mir innerhalb von 100.000 Kilometern um 4%, das ist nix. Sprich, der wird wahrscheinlich auf lange Sicht, weil nach so etwa 200.000 Kilometern wird der Level dann gehalten, wird er wahrscheinlich auf 90% Kapazität bleiben, der Akku für die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre. Also das ist, ich erwarte auch tatsächlich, dass das mein letztes Auto sein wird. Ja, also die Probleme sind, wenn es die gibt, die sind so selten. Also das ist der eine Fall. Der andere Fall, von dem ich erzählt bekommen habe und meistens unter sehr speziellen Bedingungen. Eigentlich ist die Software da drin eben so und das ist der Riesenfortschritt, dass das nicht passieren kann. Also ich wüsste nicht, wie man das hinkriegt. Also ja. Gut. Danke. Bitte hier, können wir das Mikro vorne bringen? Kann ich kurz erzählen, Christoph, ich wollte das mal testen mit dem kostenlosen Laden. Ja. Und einige Zuschauer kennen vielleicht auch Holger Laudley. Der hat diesen Tesla mit diesen Klapptüren. Ja, Model X steht hier draußen auch. Ja, der also mit den Klapptüren. So, und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt einmal sehen, wie der kostenlos belädt. Da hat er gesagt, genau, wir laden jetzt genau 100 Kilometer und dann wirst du sehen, dass das nichts kostet. So, dann sind wir rangefahren, dann ruft das Display, rief die Kreditkarte auf. Ach, was ja. Ist das denn? Und sagte, ja, mit der Kreditkarte lockt er sich ein und so weiter und so fort. Und dann wollte ich sehen, ist das wirklich kostenlos gewesen? Und das war es nicht. Die 100 Kilometer kosteten 16,80 Euro, obwohl der Wagen für freies Beladen freigeschaltet war. Und der Grund war, ich als Journalist konnte es recherchieren, Holger Laudler hat gesagt, geh mal raus, bring mal Cola, Gummibären, Schokolade. Und die sind an der Tankstelle wahnsinnig teuer gewesen. Ich habe 16,80 Euro gezahlt und für 100 Kilometer... Ja. Nachladen. War zwar kostenlos von der Säule, aber die Schokolade und die Cola und die Gummibären haben 16,80 Euro gekostet. Also okay, gut, ja. Jetzt denkst du, das ist ein Scherz. Ja? Aber viele Tesla-Nutzer erzählen tatsächlich, beim Laden gehen wir essen. Ja, ja, klar. Gehe ich immer. Und das ist teuer. Ja, und damit, wenn man extern essen geht, während der Tesla kostenlos lädt, ist der Preisvorteil gegen den Verbrenner dahin. Das kann man natürlich so diskutieren. Also Gummibären mitnehmen auf die Fahrt. Ja, genau. Man kann sich natürlich wie früher auch seine Brotdose packen. Ich gehe auch gerne mal, es gibt ja ganz tolle vegetarische Burger jetzt bei einer Kette, gehe da in Lauenau gerne mal essen. Aber ich habe auch noch das Glück, dass ich ein Model S habe mit kostenlosem Laden. Aber nur auf mich, also nur solange ich das habe. Deswegen, das wird wahrscheinlich wirklich mein letztes Auto sein. Ansonsten errate ich aber jedem, ein altes Model S oder Model X zu kaufen für mit, keine Ahnung, 350.000 Kilometern. Wie gesagt, die halten ewig und dann zahlt man, keine Ahnung, 35.000 Euro. Das kriegt man aber wieder, gerade jetzt bei den steigenden Energiekosten, ja, locker raus. Das ist quasi, ich zahle nur für die nächsten 300.000 Kilometern den Sprit mit diesem Kauf. Das ist super, also genau. Kann ich empfehlen. Osweko, hier bitte. Ja. Man spart ja das Benzin. Insofern kann man dann auch eher mal essen gehen, wenn man umsonst tankt. Ne? Also, oder vielleicht
etwas Leckeres essen. Christoph, ich will noch mal auf eine Sache eingehen, die mir bei deinem Buch auch sehr aufgefallen ist. Das hatten wir ja schon ansatzweise das Thema. Tesla weiß im Grunde genommen über sein Zentralhirn, ja, nenne ich es mal, wohin welches Auto gerade fährt und vielleicht auch warum. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und damit kann eben diese Ladeprognose erstellt, genau, werden. Das heißt, ich habe jetzt im entfernten Bekanntenkreis, da hat jemand ganz stolz gesagt, ich habe mir jetzt ein Model 3 gekauft und ich will morgen in die Toskana fahren. Und ich habe da auf den Knopf gedrückt, ich verkürze das jetzt mal, ja, und er hat mir die Route gezeigt. Was hat er? Die Route gezeigt. Spricht VW mit Polestar und Kia und Renault und Mitsubishi und Punkt, 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 wann die wohin fahren und kann Ionity und Co. das irgendwie miteinander kombinieren, sodass man wirklich ankommt und sagt, ja, da ist nicht meine Säule frei, sondern eine Säule frei für die schon definierten, sagen wir mal, 30 Minuten. Gibt ja Tesla-Fahrer, die sagen, so schnell kann ich gar nicht essen, wie mein Auto, ja, wieder aufgeladen, ja, ist. Das würde ich sagen, erläutern noch mal ein bisschen doller, weil das, ja, finde ich, ist ein ganz, ja, entscheidender Vorteil. Und das war wahrscheinlich auch der strategische Hintergrund, dieses Supercharger-Netz zu bauen. Ja. Mal abgesehen davon, dass man damit jetzt ein fernreisetaugliches Fahrzeug hat. Ja, also das war eine der ganz wichtigen Entscheidungen bei Tesla, dass sie, nachdem sie den Roadster rausgebracht hatten, überlegt haben, wenn wir ein weiteres Modell raus produzieren, müssen wir ein Ladenetz anbieten. Also wo dann irgendwie relativ schnell es möglich ist, in den USA von Ost nach West, von Nord nach Süd zu fahren, ohne dass man liegen bleibt oder irgendeinen komischen Ladepunkt braucht. Das war beim Roadster noch nicht so. So, und dann haben sie das halt in die Software implementiert. Das heißt, Sie wissen zu jedem Zeitpunkt, wo welcher Wagen ist und wann der an welche Säule fährt. Es kann einem sogar passieren, man steht an einer Ladesäule und dann sagt der, weitere Fahrzeuge fahren hier an, bitte beenden Sie das Laden jetzt, wir schicken Sie nach da und laden Sie dort weiter, weil sonst können die da nicht laden. Und dann macht man das natürlich, also man muss das nicht, aber man macht das dann, man unterbricht das Laden und fährt weiter, sodass die Ladesäule dabei frei wird. Die anderen Autohersteller haben leider immer gesagt, wir sind keine Tankstelle. Und da besteht das ganz große Missverständnis. Man tankt nicht, man lädt. Laden ist eine Sache nicht von 5 Minuten, sondern von 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Sprich, ich habe eine Ladesäule oder ich habe 5 Ladesäulen und da stehen dann 20 Autos dahinter. Dann dauert das ewig, bis ich drankomme. Das ist einfach ein Riesenmissverständnis, das nicht zu organisieren. Das haben die noch überhaupt nicht gelöst. Es gibt wohl Ideen, eine Software oder dass Ladesäulen so konfiguriert werden, dass man sie reservieren kann. Dass man sagen kann, dass man bei Ionity quasi die Option angibt, sag mal, wann du hier ankommst oder aktiviere unsere Software. Dann kannst du die Ladesäule reservieren für dich. Und wenn da einer dran ist, dann sagen wir dem so, in 2 Minuten kommt ein anderes Auto, bitte fahr jetzt weg, der hat reserviert. Das wäre die einzige Möglichkeit, die ich mir im Moment vorstellen kann. Tesla hat es halt total smart gelöst. Das ist absolut fluently. Ich habe es nur einmal erlebt, dass ich warten musste. Das war an der Ladestation in Metz. Aber das liegt einfach daran, da gibt es weit und breit keine andere. Sobald da 2, 3 weitere Ladestationen sind, wird das nicht mehr existieren, dieses Problem. Und Ladestationen für Fremdfahrzeuge werden dann immer nur freigegeben, wenn genügend Kapazitäten da sind. Wobei sie da auch so einen hohen das mit den Preisregeln, die machen den Preis so hoch, dass da einfach nur wenige Fremdfahrzeuge ranfahren. Das kostet, glaube ich, 70 oder mehr Cent im Moment für ein Fremdfahrzeug da zu laden. Also ich würde es nicht machen. Aber es ist halt ein super Ladenetz. Es ist dann halt auch frei. Und das ist der. Deswegen würde ich. Ich kann aus diesem Grund nur sagen, wenn ich wirklich ohne irgendwelche Fragezeichen ein Elektroauto fahren will und sicher sein will, dass ich von A nach B komme in einer akzeptablen Zeit. Und das ist halt das Tolle, ich habe einen 100 kW Akku. Das heißt, ich lade für 600 Kilometer 25 Minuten, für 800 Kilometer insgesamt 40 Minuten. Das ist mit dem Benziner vergleichbar, weil auf 800 Kilometer, das sind rund 8 Stunden, da muss ich insgesamt aber locker 40 Minuten Pause machen. Ich muss mal was essen, ich muss auf Toilette.
ich muss auch mich bewegen, weil sonst schlafe ich am Steuer ein. Das ist ja, ich habe da auch mal mit mich gestritten mit einem Motorjournalisten, der sagte, ja, es muss aber möglich sein, 800 Kilometer am Stück zu fahren. Da habe ich nur gesagt, ja, kennst du nicht Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung? Da steht drin, dass du da auch fähig zu sein musst. Du darfst niemanden gefährden. Und wenn du übermüdet bist, gefährdest du andere Verkehrsteilnehmer. Das ist nicht erlaubt, 800 Kilometer am Stück zu fahren. Punkt. Und ja, von daher ist das ein wahnsinniger Vorteil von Tesla. Und ich verstehe nicht, warum die das immer noch nicht verstanden haben. Und ich kaufe einen Porsche Taycan, der noch mal mehr als ein Tesla kostet. Und ich muss jedes Mal beten, hoffen und die Daumen drücken, damit die Ladesäule da frei ist, die ich da gerade anfahre. Weil wenn die nicht frei ist, und da gibt es Fotos von Ladestationen, da stehen 20 Autos, habe ich ein verdammtes blödes Problem. Und zwar ein extremes Problem. Weil dann komme ich nicht eine Viertelstunde zu spät, dann komme ich vielleicht 2 Stunden zu spät, weil ich da so lange warten musste. Das ist doch idiotisch. Und die schlechte Ladeinfrastruktur in Deutschland, das muss man wirklich sagen, die erschwert natürlich die Verbreitung von Elektromobilität. Im Berliner Norden habe ich jetzt von einer Fahrerin erfahren, die verkauft ihr Elektroauto wieder, weil es keine Ladeinfrastruktur gibt. Da muss man sagen, Leute, ihr habt den Schuss immer noch nicht gehört. Also wir haben so einen Elektrotransporter und da ist wirklich der Punkt, da habe ich schon bedauert, dass es keinen Tesla-Transporter gibt, weil ich glaube, der Punkt ist gar nicht, dass Leute an den Ladestationen stehen. Wir fahren diese Ladestationen an, die funktionieren gar nicht. Ah ja, okay. Da komme ich gar nicht ran, dann klappen diese Billing-Systeme nicht und dann sehe ich daneben an, die Leute laden ihre Teslas, die funktionieren und dann ist es so, erster Rüssel rein, zweiter Rüssel rein und dann sagen wir schon, der dritte Rüssel muss jetzt gehen, weil sonst haben wir ein Problem. Sonst brauchen wir einen Abschleppwagen, ja. Und dann hängt der dritte, geht dann irgendwann, der ist dann langsamer und so weiter. 22 km und dann stehe ich vor diesen Ladesäulen und denke, ach so, so sollen jetzt 44 Millionen Autos beladen werden? Ja. Sehe ich nicht. Aber bitte, Sie hatten eine Frage. Genau, ich wollte nochmal auf die Antwort der ersten Frage eingehen. Und zwar war es ja so, dass Tesla im Wesentlichen deswegen erstmal diese Premium-Fahrzeuge gebaut haben. Und Premium bedeutet bei Tesla natürlich starke Motorisierung, weil die als Firma ja auch erstmal lukrativ werden mussten. Und die höherpreisigen Fahrzeuge haben natürlich viel höhere Margen als so ein Volumenfahrzeug. Also insofern war es für Tesla von Anfang an die Strategie, diese Premium-Fahrzeuge zu bauen mit hoher Motorisierung, um überhaupt in den Bereich kommen zu können, so große Fabriken bauen zu können, um genügend, sage ich mal, vorher Geld verdient zu haben, um das Ganze finanzieren zu können. Aber jetzt natürlich ist Tesla in der komfortablen Situation, dass man jetzt im Endeffekt das gar nicht mehr wirklich bräuchte. Und man sieht ja auch, der Fokus ist ja weggegangen von Model S und X hin zu Model 3 und Y. Und viele warten jetzt schon über ein Jahr auf ein Model S oder X, bis es soweit ist, weil Tesla jetzt den Fokus einfach auf die Volumenmodelle setzt. Ja. Also wobei man dazu sagen muss, das habe ich jetzt gelernt aus unserer Sendung über dieses Model 3, was wir gemacht haben, dass wir ein Elektrofahrzeug in den Grenzkosten sowieso auf Null fahren und in der langfristigen Haltbarkeit ist es dann auch egal, was der Wagen kostet oder jedenfalls. Es spielt eine deutlich geringere Rolle. Weil die Wartungskosten gibt es so nicht mehr, die Betriebskosten sind geringer und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das war eine Investitionsgeschichte. Der Roadster war das einfach erstmal das Beispiel, das geht. Damit hat er die ersten Investoren geholt. So, das nächste war, ich will ein richtig geiles Auto bauen, um die nächsten Investoren zu holen, um die zu überzeugen. Die müssen mit dem Auto fahren, diese Investoren. Dafür ist das Auto gebaut worden, das Model S und Model X. Damit die Investoren sagen, boah, geil, ihr seid ja der absolute Wahnsinn. Wie viele Milliarden braucht ihr denn? Und dann hauen die Spaltmaße nicht. Ja, aber das war den Investoren egal. Das war, der hatte so einen hohen emotionalen Faktor, dass denen das egal war. Die haben da ihr Geld reingepumpt. So, und dann hat er mit diesem Geld, und da fehlten halt noch ein paar Millionchen und die hat er dann selber nochmal reingeschossen, die Massenproduktion gestartet. Und da war der Punkt erreicht, wo ganz klar war, ab diesem Moment, und da hätten alle deutschen Autohersteller aufhorchen müssen, als er es geschafft hat, 5000 Model 3 in der Woche zu produzieren, da hat er den Punkt erreicht, wo die Firma sich rechnen würde. Und den hat er dann auch erreicht, ganz schnell. Also das war einfach eine typische, muss man sich nur, jedes Startup funktioniert genauso. A-Runde, also Seed-Investment, A-Runde, B-Runde, dann muss es laufen. So, das ist der Regelfall. Und den hat er nach dem Lehrbuch, der hat ja auch Volkswirtschaft studiert, nach dem Lehrbuch hat er das durchgezogen. Absolut wie im Lehrbuch. Das Model S und Model X sind Autos zum Angeben.
Das sind wirkliche Autos zum Angeben. Boah, geile Karre. So, und das ist Model Y und Model 3 nicht mehr. Ich gebe gleich zum nächsten Zuschauer. Ich möchte nur gleich noch mal erinnern, dass ich Christoph teste, wie gut er sein Buch kennt. Dann werde ich ihn noch ärgern und dann erzähle ich ihm noch, wie Sie einen Model 3-Fahrer zum Nervenzusammenbruch kriegen können. Aber erstmal zu Ihnen, bitte. Ja, hallo. Tesla wird ja die Supercharger auch freigeben für andere, für die Fremdmarken im Grunde genommen. Ist denn auch beabsichtigt, dass Tesla die anderen Ladeanbieter in seine Software installiert oder integriert? Dafür nicht freigeben. Man kann ja mit dem Tesla auch an anderen Ladesäulen laden, aber da bleibt es so, wie es im Moment ist. Außer diese Software, aber das wird mit Sicherheit nicht integriert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es integriert wird. Die werden ja inzwischen auch im Tesla angezeigt. Man kann sich dahin lotsen lassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da zusammenarbeitet, weil das würde bedeuten, dass man API von zum Beispiel von irgendeinem Ladesäulenanbieter mit in die Tesla-App reinnimmt, damit die Tesla-App dann zum Beispiel so eine Reservierungsfunktion für eine Säule nutzen kann. Also wenn es das mal gibt, vielleicht in 20 Jahren. Im Moment glaube ich nicht, dass das passieren wird. Jetzt kommt der Test. Okay. Was steht auf Seite 124? Was für ein blöder Test, das weiß ich doch nicht. Was, weißt du nicht? Ich weiß nicht doch, was auf welcher Seite steht. Ja, das sage ich dir. Da steht, wie umweltschädlich sind die Rohstoffe für die Batterien. Ja. Und ich frage das deshalb, weil dieses Argument, ein Elektroauto ist kein umweltfreundliches Auto und wir haben so einen tollen Diesel und da steckt so viel graue Energie rein und die Batterien brauchen so viel und das sind gar keine unökologische, das sind völlig unökologische Autos. Das hält sich ja immer so, wie manche noch an Rumpelstilzchen glauben. Also da gibt es inzwischen eine neue, sehr schöne Untersuchung der Yale-Universität. Die haben einfach mal die Infrastruktur für Verbrenner dazu gezählt. Die wird nämlich immer vergessen. Wenn Verbrenner mit Elektroautos verglichen werden, dann wird immer ganz viel vergessen. Jetzt kommt erstmal der eine und dann kommt noch ein Punkt, wo ich einfach immer komplett vom Stuhl falle. Die Infrastruktur wurde vergessen und da wurde damit ausgerechnet, dass halt ein Verbrenner schon zum Start, wenn er neu im Laden steht, einen höheren CO2-Rucksack hat als ein Elektroauto, weil da Raffinerien für gebraucht werden, die Tanker, die das Öl transportieren, die Ölstationen, die sind alle auch mal hergestellt worden und diesen CO2-Bestand, den muss man mitrechnen. Und dann, was immer vergessen wird, wenn er von der Umweltverschmutzung für das Lithium, fürs Kobalt, die seltenen Erden und so weiter gesprochen wird, da vergisst man Millionen Menschen, die durch die Erdölförderung, Millionen, bei Lithium sind es Tausende, bei seltenen Erden sind es Tausende, bei Erdöl sind es Millionen Menschen, die geschädigt werden. Ich sage nur Unglück Exxon Valdez, Unglück Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, Nigeria Ölförderung, wo das ganze Land mit Öl zugeschmiert ist. Das ist eine dystopische Landschaft. Sind das Petitessen. Und um es mal in Zahlen zu fassen, gibt es einen wunderbaren Zahlenvergleich. Harald Lesch, der ja Gott sei Dank inzwischen irgendwie zur Besinnung gekommen ist, zwischendurch war er mal ein bisschen weggetreten, meinte er, diese 20 Millionen Kubikmeter Wasser, die jeden Tag in Chile in der Atacama-Wüste verbraucht werden, zu Lithium gewinnen, bitte vergleicht das doch mal mit den 10 Milliarden Kubikmetern, die jeden Tag für die Erdölförderung verwendet werden. Das sind nämlich die Vergleichszahlen. Der Verbrennungsmotor ist nicht nur vom CO2-Motor von CO2-Verbrauch eine Riesensauerei, auch von seiner ganzen Umweltbilanz ist das eine Riesensauerei. Und das ist überhaupt kein Vergleich mit der Elektromobilität. Also je länger die Sendung geht, desto stärker habe ich den Verdacht, dass Christoph mit der Elektromobilität sehr sympathisiert. Ich weiß nicht, wie die Sendung weiter verläuft. Aber die Antwort war jetzt gut, aber den Test hast du nicht bestanden mit der Seite. Also wissen wir, hallo? Ich stelle dir demnächst in deinem zweiten Video an der Minute 2:30, was hast du da gesagt? Da habe ich gesagt, das ist für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Das hast du nicht gesagt. So. Jetzt kommt der Punkt, wo ich Christoph ärgere. Ja, gerne. So, also, der ID.3, das ist ein gutes Auto. Der hat sozusagen viel Platz. Ja, das ist ein Familienauto, das ist für mich der neue Golf.
Ich kann hinten drin sitzen, ich habe viel Luftraum, es gibt Gepäckraum hinten drin. Es ist ein sehr bezahlbares Auto, finde ich. Es ist ein gutes Auto und es ist von einer deutschen Firma, Made in Germany. Vielleicht sollten wir auch mal Made in Germany, gut, gibt es bei Tesla inzwischen auch, aber das Geld geht nach Amerika, ja, an der ganzen Gewinne. Ja. Aber es ist ein gutes Auto und es reicht auch erstmal, finde ich. Und das Zweite ist, im Verhältnis ID3 zum Model 3, der Platz im ID3 ist eine Katastrophe. Kannst du hinten nicht sitzen, bin ich beim ID3 besser bedient. Also, meinst du beim Model 3? Also ich habe das noch nicht so wahrgenommen. Aber gut, ich habe jetzt das Model... Sitzt ja auch mal vorne. Nein, ich habe das Model Y näher unter die Lupe genommen. Der Kofferraum jedenfalls vom Model 3 ist riesig. Da gibt es ja eine lustige Geschichte. Es gibt ja einen Campingmodus im Model 3 und im Model Y und im Model S und im Model X, weil irgendjemand mal festgestellt hat, hinter den beiden vorderen Sitzen, wenn man die Bank umklappt, sind ja 2 Meter Platz. Sprich Liegefläche. Und dann haben sich Leute Matratzen hinten reingelegt und haben gesagt, das ist aber wahnsinnig kompliziert, die Klimaanlage dann so einzuschalten, dass sie weiterläuft. So. Und dann hat Tesla das mitbekommen und haben gesagt, ja gut, dann bauen wir jetzt einen Campingmodus ein. Und jetzt ich habe das in meinem Auto, das ist ein kompletter Koffer mit einer Matratze und allem Pipapo drin. Dann klappe ich das aus, drücke auf Campingmodus, dann erscheint ein Lagerfeuer im Display und dann schlafe ich gemütlich ein. Und ja, ich finde es besser, die Software ID3 ist eine Katastrophe. Der Kofferraum im Vergleich mit dem Model 3 ist pisselig. Für mich beschleunigt der gefährlich zu langsam. Mein Smart ist da flotter. Ich verstehe nicht, wie man ein Elektroauto so konstruieren kann, dass das so lahm ist. Ja, also ich bin, Model 3 ist teurer, ja, aber ich glaube im Laufe der Zeit, ich kenne Leute, denen ist das komplette ID3 abgestürzt, das kenne ich beim Model 3 noch nicht so. Die haben halt tierische Probleme mit der IT. Also ich bin sie beide gefahren, es ist okay, der ID3, warum die auch beide 3 hinten heißen, ist furchtbar. Das Model 3 ist aber wirklich begeisternd. Aber vom Innenraum ist das Model 3 furchtbar. Finde ich nicht. Finde ich sehr schön. Aber da sind wir beide. Hast du weiße Kunstledersitze hinten? Nee, ich habe beige Kunstledersitze. Beige. Weiß wäre, glaube ich, verrückt, aber ich wollte keine dunkle Farbe, weil da wirst du ja im Sommer gegrillt, wenn du dich nach dem Parken draußen Ich hatte einen Model 3-Fahrer mal zum Nervenzusammenbruch gebracht. Okay, das Experiment können Sie nachmachen, ja? Der hatte gerade sein Model 3 abgeholt. Mit den weißen veganen Sitzen. Und er war so begeistert von diesem Auto. Und er hat mich die ganze Zeit, ich glaube über 4 Stunden, über dieses Model 3 voll gequatscht. Und ich habe hinterher echt Kopfschmerzen gehabt. Ja. Und dann? Und da habe ich gedacht, da räche ich mich. Es waren so Temperaturen wie jetzt. Und ich bin am nächsten Tag weiße Ledersitze. Und das können Sie nachmachen. Und dann gucken Sie sich mal die Reaktion von einem Model 3-Fahrer an mit weißen Ledersitzen. Sie kaufen sich eine Prinzenrolle von de Beukeler mit der Schokocreme, die durch die große Hitze schon so ein bisschen weich gegangen sind. Steigen in das Auto ein und öffnen vor dem Besitzer des Model 3s mit den weißen Ledersitzen die de Beukeler-Packung. Und dann gucken Sie sich die Reaktion mal an. Das ist ein Wahnsinn. Wie hast du denn deine Liebe zu Tesla entdeckt? Also eigentlich vor 20 Jahren, als ich eben den Mini EL fuhr und dann las ich irgendwann von dem T-Zero, den AC Propulsion entwickelt hatte. Und dort gab es einen Ingenieur, der hieß J.B. Straubel. Eigentlich haben wir dem das meiste zu verdanken. Und da kamen halt Mark Tarpening und Martin Eberhardt hin, die vorher Firma für E-Book-Reader verkauft hatten, viel Geld hatten. Und die wollten ein Elektroauto haben, aber einen Sportwagen. So, und dann haben die das gesehen und haben gesagt, boah, geil, bitte baut doch Elektrosportwagen in Serie. Und dann hat AC Propulsion gesagt, nee, wir bauen nur Komponenten, aber wir sind nicht so blöde und gehen in die Serienproduktion von Autos. Und dann haben die beiden gesagt, gut, dann machen wir das. Und haben eben Tesla gegründet. Dann kamen andere Investoren dazu, wie eben auch Elon Musk. Und die haben J.B. Straubel übernommen. Und der hat erstens gesagt, wir nehmen ganz normale Notebook-Akkus, die haben die höchste Energiedichte. Zweitens, was steht denn da drauf? Ach, guck mal, da steht drauf, die sollen nur in den Temperaturbereichen, können die Energie vernünftig liefern. Ja, ganz simpel, dann bieten wir denen doch diese Temperaturbereiche und hat gesagt, gut, wir brauchen ein Batteriemanagement-Tool, was nicht nur Beladung und Ladung steuert, dass das eben so ist, dass die Batterie innen drin nicht kaputt geht, sondern wir brauchen auch ein Temperaturmanagement, dass die Batterien
je nachdem heizt oder in heißen Regionen auch kühlt, damit die nicht kaputt, damit die im optimalen Temperaturbereich. Und das waren die genialen Erfindungen. Kein deutscher Autohersteller, und da muss man dem wirklich links und rechts eine geben, ist auf die Idee gekommen, die Batterien, die man braucht, um mit Elektroautos zu fahren, in den Rahmenbedingungen zu halten, die da draufstehen. Ich meine, das steht ja da drauf. Und dann haben die immer gesagt, ja, es ist zu kalt, wenn es zu kalt ist. Ja, das geht nicht mit den Batterien. Wenn es zu kalt ist, ist es zu kalt. Und wenn es zu heiß ist, ist es zu heiß. Ja, und dann hat J.B. Straubel hat gesagt, dann brauchen wir ein Temperaturmanagement. Es war so einfach. Und da ist halt kein anderer drauf gekommen. Da muss man sich echt fragen, warum eigentlich nicht? Warum ist nie jemand auf diese wirklich ganz simple Idee gekommen? Das ist so ein bisschen wie Apple und die Intel-Prozessoren. Als das erste Apple Notebook mit dem Intel-Prozessor auf den Markt kam und Intel dazu befragt hatte, ja, wie sind die denn? Sagte Intel, die sind super, das ist die erste Firma, die unsere Spezifikationen beachtet. Deswegen sind die so gut. Ja, das ist ganz simpel. Einfach mal die Spezifikationen beachten. Und das haben die Deutschen nicht hingekriegt. Und da muss man sich, da guckt man. Ja, man wollte es nicht. Ja. Der Punkt in Deutschland ist, die hatten halt super Ingenieure, die wirklich tolle Verbrennungsmotoren gebaut hatten und die Überlegung hatte, was machen wir mit denen allen? Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt jetzt nicht nur diese Frage, was machen wir mit all den Leuten, die Verbrennungsmotoren können, sondern auch, was machen wir mit den ganzen Werkstätten? Also es gibt der ehemalige Dachchef von Tesla, Name habe ich jetzt im Moment nicht parat, der sagte oder der voraussagt ein ähnliches Sterben der Autoindustrie wie eben bei Mandy, Nokia, wie Sony Ericsson und wie Motorola voraus. Und das ist schlimm. Und es ist halt immer das gleiche Spiel. Du kannst nicht die Vergangenheit erhalten, die Zukunft kommt. Das ist jetzt die Antwort auf meine ganz simple Frage, wie du deine Liebe zu Tesla gefunden hast? Ja. Darf ich das zusammenfassen? Ja, fass mal zusammen. Hast du uns gerade gesagt, dass du deine Liebe entdeckt hast, wegen dem Temperaturmanagement von Batterien? Ja, also im Prinzip ist es das. Das war die Lösung von allen Problemen. Ich war ja geprügelt mit Elektromobilität. Die Autos blieben liegen, sie wurden immer langsamer. Peugeot 106 Elektrik hat da auch irgendwann die Reichweite nicht mehr gekriegt. Ich war geschlagen und plötzlich gab es da dieses Ding, was funktionierte. Und dann hat Tesla noch was gebaut, was richtig. Ich stand da, das war die erste Begegnung mit dem Tesla Roadster, war im Tesla-Shop in München und da gluckerte und gurgelte das Glykol. Und ich sagte, ist das? Ich war total hin und weg. Ich glaube, da in dem Tesla-Shop habe ich mich... Das ist ja doch eine relativ exklusive Geschichte, weshalb man sowas gut findet. Eine Technik. Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, wegen Temperaturmanagement der Batterien liebe ich Tesla. Doch wegen halt, warum man auch tolle Autos toll findet, warum man, keine Ahnung, einen 8-Zylinder mit oben liegender Nockenwelle super findet, weil das halt eine tolle Lösung ist oder weil halt früher auch in Autos tolle technischen Lösungen gefunden oder der Wankelmotor im Ro80. Das finde ich schon ein Grund zu sagen, boah, das finde ich toll, weil da eine fantastische Ingenieurleistung herrscht. Ja, ist eine schöne Geschichte, Christoph. Jedenfalls ist Christoph dran schuld, dass meine Anmoderation falsch war. Denn ich habe ja gesagt, mit dieser Sendung brauchen Sie das Buch nicht mehr zu lesen. Und Christoph ist dran schuld, dass man nach dieser Sendung noch neugieriger auf dieses Buch gekommen ist. Also es ist ein tolles Thema. Christoph, war eine tolle Sendung, tolles Gespräch mit mir, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich gebe es zu, meine Damen und Herren, ich gebe es zu, auf die vielen Abonnenten und Zuschauer von Christophs Kanal bin ich neidisch. Das war Leben mit der Energiewende TV. Danke hier im Saal. Dankeschön. Danke. Wenn ich bei Amazon bin, wird mir pausenlos dieses Buch angeboten. Es taucht wirklich jedes Mal auf und sagt, es ist ein Bestseller, nimm mich, lies es. Und damit Sie das Buch nicht kaufen müssen, machen wir diese Sendung. Hier ist Leben mit der Energiewende TV.